das so, dass dein Laie sozusagen hier einen Kopf erkennen kann? Hier vielleicht einen Violinschlüssel mit der Rose, aber das, ist es ganz was anderes? Eigentlich ist wahrscheinlich ganz was anderes. Bei der Eröffnung der Ausstellung war es so, dass schon jemand gekommen ist und hat gesagt, ich sehe jetzt da einen Violinschlüssel drin. Das ist ein sehr musikalisches Bild. Für mich, ich sehe das eher weniger, für mich ist es eine Reduktion der Farben eben auf Rot, Weiß und Schwarz, um Kontraste zu setzen. Dann eben die Strukturen, dieses Wellenelement mit der geschlossenen Linie oder mit der ehemals weißen Linie, die dann rot überdruckt wurde. Mhm. Und bei dem Bild, das ich eben als Kopf angesprochen habe, könnte ich jetzt, wenn ich aus diesem Blickwinkel hinschaue, könnte ich schon einen entdecken. Hat gestern auch jemand angesprochen und hätte gemeint, naja, da hat meine Frau nicht sehr freundlich reingeschaut. Ja, aber jetzt wäre es für mich eigentlich irgendwie. Da schweigen wir drüber, nein, über das reden wir gar nicht. Wir also, gehen einmal weiter. Wir werden doch die Frau nicht. Also. Ja, was gibt es da zu sagen? Was ist da, wo ist sozusagen da die Bedeutung für Sie? Was wollen Sie da ausdrücken? Naja, die Bedeutung ist im Prinzip, gerade bei den Monotypien an und für sich immer das Spontane und es ist zwar scheinbar immer eine Wiederholung des, meinetwegen, des Wegschabens der Farbe von der Glasplatte und dann des Auftragens von Aquarellfarbe und ein bisschen Deckweiß und das Vermischen der Druckerfarbe mit dem Deckweiß, aber im Prinzip versuche ich immer wieder neue Formen zu finden, die eine neue Komposition, die für mich spannend ist, die vielleicht auch etwas aussagen kann. Also bei dem könnte man im Prinzip sehr vieles finden oder suchen. Aber wenn man das konkretisiert, glaube ich, verliert das Bild oder die Komposition an Reiz, würde ich meinen. Was sehe ich da drin? Wenn man so fragt, also ich könnte jetzt sagen, es steigt ein Engel auf, ja, aber es ist kein Engel, es ist ein drei abgesetzte, spontane Schaber mit einem Holzstück gewesen, eine Zickzackform, die vielleicht Unruhe da reinbringen soll und eigentlich durch die Farbgebung möglicherweise kann man da ein bisschen was Sphärisches oder ja, ein Engelchen vielleicht fliegen sehen. Durch einen zerschnittenen Himmel. Das sind die neuesten Sachen aus dem Februar. Ist das sozusagen die Winterdepression? Kein Licht, keine Sonne? Sechs Monate fast ohne Sonne? Naja, meine Arbeitszyklen sind vielleicht so ähnlich. Solange Sonne scheint, draußen Farbigkeit herrscht. Im Winter herrscht natürlich auch Farbigkeit, nur sehr reduziert. Habe ich ganz gerne. Ich habe heuer relativ interessant, für mich interessante Winterbilder im Aquarell geschaffen, wenn man so bezeichnen kann. Aber meine schwarzen Bilder entstehen zum Teil in der Nacht und wenn ich draußen nicht arbeiten kann. Also schwarze Bilder, ob es jetzt drucktechnisch zum Beispiel sein, also der Hochdruck oder Tiefdruck, in dem Fall eben als Monotypie geschaffen, sind aber dann nicht eben aus einer Depression entstanden, sondern dadurch, dass eine Serie über mehrere Tage zum Beispiel entsteht und ich diese Spannung aufrechterhalten kann, ist es für mich eigentlich schon so viel wie ein oder mehrere sonnige Frühlingstage. Sagen wir jetzt einmal so. Ja, also keine Spur von Depression. Da drüben kommen jetzt die Farbbilder. Zum Beispiel hier haben wir. Wie ist denn das entstanden? Naja, wie ist das entstanden? Großteils arbeite ich mit Pinsel, also auf konventionelle Art. In dem Fall habe ich jetzt Spachtel hergenommen und habe eben probiert einmal Acryl. Also probiert, ja, ist schon öfters oder kommt öfters vor, Acryl auf Papier zu arbeiten und den Auftrag eben mittels einer kleinen Spachtel zu tätigen.
Da ich hier sehr, wie soll man sagen, minimal irgendwo in der Farbigkeit gehandelt habe, ich finde Weiß-Schwarz gehört zu den drei elementaren Grundfarben. Aus denen kann ich dann im Prinzip alle Farben mischen. Rot. Also Gelb, Rot, Blau, ja. Weiß und Schwarz. Sind alle Farben drin? Das sind im Prinzip, obwohl Weiß und Schwarz eben als nicht Farben gelten, aber ohne diese beiden kann ich zum Beispiel ich kann reine Farben machen, aber ich kann keine schmutzigen, obwohl die schmutzigen Farben im Prinzip auch ihren Reiz haben. Und wie entsteht diese Farbfläche? Naja, im Prinzip, wie wir vorher gesagt haben, wenn man jetzt genau schauen würde, wäre da Blau drunter, dann kommt einmal Schwarz drüber, dann gibt es vielleicht ein Weiß, das nasse Schwarz zu einem Grau, Blau, Violett vermischt. Und wenn man dann nicht zufrieden ist mit der Komposition, und in dem Fall ist, obwohl nicht unbedingt eine sehr klare Komposition da ersichtlich ist, wird eben habe ich mit Spachtel so lange darüber gearbeitet, bis ich glaube, top, jetzt geht nichts mehr, jetzt darf ich nichts mehr. Und man kann ja sehen, es gibt, obwohl das Bild klein ist, große, quasi monochrome Flächen, die eigentlich, um der Komposition ein bisschen zu dienen, durch kräftige Farben, vertikale Linien oder durch Punkte oder eben als spontane Aktion da drinnen diese leichte elliptische Form aufgelöst werden. Das ist ein Bild, das mir besonders gut gefällt. Gibt es da einen Grund dafür, dass mir das gefällt? Ja, es gibt einen Grund dafür. An und für sich gefällt es mir auch. Als es entstanden ist, habe ich es eigentlich als hocherotisches Bild empfunden. Man muss könnte jetzt rot werden? Nein, muss man im Prinzip nicht, weil man findet ja das in jeder Tageszeitung, aber vielleicht nicht so deutlich. Oder hier ist es im Prinzip versteckt. Aber es könnte falsch sein. Obwohl mir gestern jemand gesagt hat, er sieht eine aufsteigende Taube. Ich habe es nicht gesehen, aber ich kann es, aber ist egal. Ja. Aber was passiert eigentlich, wenn einer sagt, das ist das und das und er hat ganz was anderes gestaltet? Widerlegt man dann? Naja, ich kann schmunzeln drüber und könnte sagen, okay, ja, Ähnlichkeit ist zu finden, nur geht die nicht in mein Hirn ein. Also ich habe es zwar abgespeichert, aber ich würde nie drin eben diese Taube sehen, sondern für mich ist das, ja, ist es. Ja, es ist ja eigentlich ein Fallus, irgendwo, der spontan entstanden ist, ja, oder wird vielleicht ist er eingezwängt, weiß ich nicht, ich kann es nicht definieren, das ist eine Aktion von 5 Minuten oder 3 Minuten oder je nachdem, zuerst wird in der Luft gezeichnet mit der Hand auf ein weißes Papier, wo ich weiß, da ist Wasser drauf und da ist Wasser drauf und da ist ausgespart und dann wird ein großer Pinsel genommen und wird spontan auf das Blatt gearbeitet, ja, und dann passt's oder es passt nicht. Da ist zum Beispiel schon ein bisschen Farbe dabei? Da ist ein bisschen eine Farbe dabei, es ist auch ein bisschen, irgendwo vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht kann man es mit Afrika, mit irgendeiner sehr reduzierten Figur oder Plastik, einer afrikanischen, vielleicht kann man das rauslesen oder rein interpretieren. Dadurch, dass ich mich auch mit Musik beschäftige, einen Chor habe und wir auch sehr viel afrikanisches Liedgut üben, könnte das möglicherweise eine Reaktion eben in der Komposition zum Beispiel ausgelöst haben. Und ich empfinde es für mich eben ja, afrikanisch. Und hier? Das ist vielleicht ähnlich, wie man es beim ersten Bild gesehen haben. Schon wieder erotisch? Naja, also für mich da ist weniger Erotik, aber da ist für mich zum Beispiel wieder interessant, der harte Pinselstrich zur total weichen, duftigen, nebeligen, aufgelösten Farbe, beziehungsweise das zufällig entstandene Strukturen durchs Draufspritzen des Pinsels oder der Bürste dann zusätzlich verstärkt werden mit
reinen kompositionell ausgeführten Linienstrukturen. Mhm. Und jetzt sehe, wenn ich da hinüberschaue, das sind wieder bunte, viele Farben. Was ist das für eine Zeitzone? Zeitzone. Die Arbeiten zurück, sind die Jahre zu. Ja, es sind einige Jahre, 5, 6 Jahre vielleicht zurück oder 7, weiß ich jetzt nicht so genau. Hier zum Beispiel auf minderwertigsten, sagt man halt, Papier gearbeitet, ist ein Bockpapier, das nicht einmal zugeschnitten ist. Es hat mich die Form des Papiers gereizt. Es hat mich gereizt, mit der Walze und mit einer Hochdruckfarbe drauf zu arbeiten und das Ganze dann zu kombinieren mit Ölkreide. Ölkreide und Terpentin zum Beispiel vermischen, kommen fantastische, also für mich fantastische, wenn man sieht, vom Weiß bis zum, das Weiß über die hellen Gelbtöne bis zu einem kräftigen, knalligen Gelb, wäre für mich zum Beispiel nur das Gelb fad, also braucht das Gelb an Kontrast und das ist für mich eben das Blau und auch Blau als Fläche und Rot ist dann eben die Linie. Die winzigen, was die roten Elemente, die da drin auftauchen, sollen eben die schwarzen, größeren Flächen oder Formen oder Linien, wie soll man sagen, gleich halten. Mhm. Da hinten sehe ich sozusagen ein Bild an der Wand, das ist ganz anders, das ist ein eigener Zyklus, ne? Das ja, war ein eigener Zyklus vor 10, 12 Jahren. Da hatte ich eine Ausstellung im Haus St. Stephan zum Thema Kreuz, Schmerz, Leiden, Not. Und da sind 6 größere Arbeiten entstanden. Sehe ich da das Kreuz sozusagen, den Kopf? Das Quadrat, was bedeutet das? Im Prinzip ist für mich eben, oder symbolisiert hier das Quadrat, den Kopf eines Torsos. Wenn man schaut, es könnten eben die Striche, die Rippen eventuell andeuten, die rot-violetten Schwellungen oder Blut. Das Dunkle eben das Böse, das Vergängliche, meinetwegen die hellen Farben, das Gute, das Überirdische, wenn man so will. Sind das die Hände, die sozusagen dann nach oben gerichtet sind? Ist das schon eine Kreuzsituation? Es ist für mich, also seinerzeit war es für mich, da ich mich eben mit dem Kreuz oder mit Gekreuzigten beschäftigt habe, ist es im Prinzip eine Kreuzsituation, das heißt die ausgestreckten Arme, eben dieses Hängen, dieses Durchhängen, wo man das Gefühl haben muss, dass der Körper, der schwere Körper eben nach unten zieht und die Arme ins Unendliche quasi verlängert. Also die Erde saugt ihn, den Körper quasi ein und lässt ihn nicht mehr oder lässt ihn nicht wegkommen. Wieder das Quadrat. Kreuz kann man drinnen sehen. Sind das Ohren, die roten Flächen? Eigentlich sind es nicht Ohren, sondern es symbolisiert im Prinzip den Querbalken, wenn man so will, und Holz, dieses Rotbraun. Aber wenn man genau schaut, tauchen verschiedenste wackelige Kreuze auf. Also das Kreuz oder eben das durch das Kreuz oder durch das Kreuz hervorgerufene Ideologien kann man jetzt nicht sagen, Denkweisen vielleicht, ja, einmal nach rechts, nach links, vielleicht nicht im rechten Winkel, soll eben diese mehrfachen Kreuzformen vielleicht bedeuten. Man sieht da zum Beispiel über dem Kreuz eben dieses weißes Kreuz mit kreisrunden Formen, wo immer man es heißt, man sieht ein Licht am Ende des Tunnels, also der Übergang quasi eben von der Erde ins Überirdische oder vom Leben in den Tod oder wenn die Seele sozusagen sich verflüchtigt. Naiv wie ich bin, sehe natürlich hier im Quadrat einen Kopf, einen Mund und 2 Augen. Stimmt das?
Es sind viele Quadrate da drauf zu sehen und es ist wieder wie bei den vorhergehenden Bildern, das Quadrat symbolisiert den Kopf. Aber ich kann zwar keine Augen jetzt da entdecken, für mich ist das eben eine Wunde, das könnte ein schreiender, blutiger Mund, könnte es zum Beispiel sein. Ja, der Schmerz öffnet sozusagen nicht nur die Augen und die Ohren, sondern auch den Mund oder die abgetönten Ecken des Kreuzes mit Rot deuten eben auch auf die Verletzungen hin oder auf blutverschmierte Körper hin oder eben auch auf das blutverschmierte Kreuz, wenn man es will. Und eben die vielfältigen Quadrate, die sich überschneiden, ist eben dieses nicht aus der Situation sich befreien können, dieses wie ein Kopfschütteln. Kann es das geben oder soll das so sein oder muss ich mich dem fügen, ein Entgegenwirken einer Situation. Hier sieht man wieder ein Quadrat, der Kopf ist geneigt, die Kirche ist schon sozusagen schräg, ein bisschen schwierig, in einer schwierigen Lage würde ich sagen. Was ist es wirklich? Naja, die Kirche in einer schwierigen Lage ist im Moment, wenn man so will, aber wir entdecken hier zum Beispiel zwei Kreuze, eins unscheinbar in eine Ecke verdrängt. Also heutzutage ist es ja doch im Endeffekt so, dass man zwar laut Taufschein und so weiter Christ ist, aber irgendwo dann das vergisst im Laufe seines Lebens. Das könnte für die Kirche stehen, ein bisschen angeknackst unter Umständen, aber der Kopf und die Wunde, eben der Schmerz, der Stich, den könnte man vielleicht noch ausformen, vervielfältigen oder vielfältig darstellen, um eben die Schwierigkeiten quasi in der Kirche unter Umständen aufzuzeigen. Das Quadrat ist für mich eben, hier steht es für den Kopf. Für mich ist es so wie ein Kreis, zum Beispiel ein Sinnbild des Vollkommenen, des Unendlichen oder des in sich Geschlossenen, aus dem man eigentlich, oder des Vorherbestimmten, aus dem man nicht raus kann. Warum sollte ein Mensch hierher kommen? Was kann er hier finden? Das Thema dieser Ausstellung war oder wurde gewünscht, dass abstrakte Arbeiten den Leuten präsentiert werden. Ich habe lange überlegt, ob ich diese Arbeiten, also diese Kreuzdarstellungen oder gekreuzigten Darstellungen mit reinbringe. Sie sind zu einem gewissen Teil für viele Leute, wenn man keine Erklärung dazu gibt, sicher abstrakte Arbeiten, schwarze Linien, die eben diagonal oder vertikal oder horizontal verlaufen. Die anderen Arbeiten, ich will nicht sagen, dienen dazu, sondern sollten die Leute vielleicht ein bisschen anregen, auch ihre Fantasie in die Bilder hineinströmen zu lassen oder aus den Zeichen der Formen oder Kompositionen der Bilder eine Fantasie oder eine neue Fantasie bekommen. Eine neue Fantasie bekommen.